Kaffee trinken. Ist nicht. Ist deswegen nicht, weil bei Ihnen wer neu gewählt werden muss? Sie wissen es, die Schwerbehindertenvertretung, die SBV, die es zum Glück gibt in sehr vielen Betrieben. Es muss sie eigentlich geben in allen Betrieben, wenn in diesen Betrieben 5 Schwerbehinderte oder 5 einem Schwerbehinderten gleichgestellte Personen beschäftigt sind. Dann eigentlich muss die SBV neu gewählt werden. Wer muss jetzt darauf hinwirken, dass es zur Wahl kommt, wenn es bislang bei Ihnen keine SBV gab? Ja, das lässt sich einfach sagen. Es ist dies der Betriebsrat, wenn es ihn denn gibt, die SBV, wenn es sie doch schon gibt und die noch amtiert, oder, was auch ausreicht, 3 schwerbehinderte Menschen. Die können sich, zusammenrotten und einladen zu einer Wahlversammlung, zur Wahl einer SBV. Und es wäre eine gute Idee, wenn die 3 das tun würden, denn die SBV hat richtig viele Rechte, sogar einige Rechte mehr als der Betriebsrat. Ist wenig bekannt, ist aber so. Kommen Sie gerne, sobald Sie eine SBV gewählt haben, auf unsere WAF-SBV-Seminare. Grundlagenseminare gibt es 3 und alle 3 dürfen Sie besuchen, auf Kosten des Arbeitgebers. SBV Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Ich würde mich freuen, Sie da zu sehen. Denn ja, wir brauchen engagierte Betriebsräte, natürlich, aber wir brauchen auch die SBV. Und wer kommt da eher in Frage als Sie? Und dann erst wieder heißt es, vielleicht Kaffee trinken.